Golf 1, LSK, links 9 Uhr, 500 Meter auf Anhöhe. 500 Meter Anhöhe, irgendwo sollten wir zu sein. Ja, was, ich sehe da nichts. 9 Uhr. Achtung, Golf 1, ich gerade beschossen worden durch LSK von Anhöhe 9 Uhr, Entfernung 800 Meter, nicht offiziell. Das ist LSK. Das ist LSK. Hast du irgendwo die Toilette gesehen? Mach da einfach irgendwo ins Feld. Das ist alles eine riesengroße Toilette. Ja. Hallo, angeblich sollen wir zu den Fahrzeugen da hinten marschieren, wo auch die SBZs stehen von den Amis. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich glaube, wir sollen da hin. Jo, das ist ja, aber die Amis sind doch im Norden stationiert. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, wir marschieren einfach mal blöd zur Lage durch und sagen so, ja. Genau. Ich drücke einfach mal wild auf den Autoschlüssel und guck, wo es ist. Mhm. Piep, 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 piep. Piep, piep. Rasko? Wartet mal eben eine Sekunde. Wartet! Ein Klick, Grafikkarte. Was? Wieso was? Ja, ich weiß es noch nicht. Was ist das, eine Grafikkarte? Rasko, kommen. GTX, Ja, nein, was ist das, eine Grafikkarte, so als Hinweis von wegen? Golfkräfte nachschicken, auch hier Valve und Konsort. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, der hat eigentlich einen Auftrag, wenn der vermisst ist, der soll einfach rüberkommen zu seinem Schutzpanzer. So 17 bis 20 Base, ne? So verstanden. Valve, du hättest einen Auftrag, ich hab keinen Auftrag, ich dann weiß. Da hinten, wenn du lost bist, da hinten zum Schützenpanzer mit deinem Mann. Okay, also ich hab keinen Auftrag, und ich weiß nicht. Jetzt habe ich einen Auftrag. Auch Raspo hin, also ja. Ab Marsch. Jetzt habe ich einen Auftrag. Verstanden, wir sind auf dem Weg zum Nordausgang. Belbo, kommen. Okay. Jungs, Marsch, 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 Marsch. Golf 1 verstanden. Abstand 100, Marschgeschwindigkeit 50, angliedern hinter Golf, sobald aufgesessen. Kommen. Also habt ihr mitbekommen, wir hängen uns gleich an den SPZ dran. 100er Abstand, 50 Geschwindigkeit. Alles klar. Ungefähr. 1-4 zusammen und 2-3. Hm? Ich bin die Nummer 1. Golf 1 ab ist Golf 1 auf. Das sieht echt unbequem aus hier drin. Na, es geht. Ja, Klaustrophobie sollte man nicht haben. Die haben hier Truppführer, haben Sie es verstanden? Bin noch ein MG4. Nichts verstanden. Golf 1 ab ist jetzt Golf 1 auf. Okay. Immer dieses rauf und runter. Erst geht er runter, dann geht er wieder rauf. Wenn er oben ist, geht er noch weiter hoch. Ja, wieder Penis. Wenn also er oben ist, geht er noch weiter hoch. Es geht an, wie er erect ist. So, der Driver jetzt hart ist. Oh, King, we hold an erection for you! Oh, that wouldn't be necessary. Golf 1, Golf für Golf 1. Golf 1 rollt ebenfalls. Jetzt. Das ist schwierig mit dir, mal bist du leise, mal so extrem laut. Ja, ich kann doch da auch nichts für, ich weiß es doch nicht. Wir waren auf dem Kanal 6, ne? Ja. Hast du eine GPS? Ich meine Anzeige über Coin, über Grad, in welche Richtung wir schauen. Ja. Okay. Zwei sogar. Florian, hast du auch? Mars, Funk, Kreis 3.
Kopfhörer 3. Jo, hab ich. Ich meine eine Anzeige über in wie viel Grad wir schauen. Oder du schaust. Jo, hab ich. Und auch eine Uhrzeit Anzeige. Infanteristen, das wird eine lange Fahrt. Mund halten so lange, damit die Leute sich vom Panzer unterhalten können. Kann ich uns hören, wenn wir whispern? So probieren, ob es funktioniert. Weiß ich nicht, können wir es immer fragen? Aga hat einen ungefähr 2 fingerbreiten Penis. Okay, es klingt nicht so, als wenn wir uns hören können, wenn wir auf whispern stellen. Und die 3 war jetzt Hades oder Bilbo? Bilbo. Alles. Freue mich schon mal auf Latrinendienst, wenn wir zurück sind in der Basis. Okay, ich glaube, sie können uns doch hören. Haben wir einen Mechaniker dabei? Nö. Kaputt ist kaputt und kaputt ist tot. Kaputt ist doof. Gibt's da nicht Tutorials auf YouTube, wie man das repariert? Hm. Ja, ich hab MacGyver noch im Kofferraum. Weiß nicht, ich guck nur Pornos. Auf YouTube? Ja. Also wenn du für Mozilla Plugins hast, die musst du mir auch mal geben. Ja, schau dich ja Softpornos an. Hm. Ja, wahrscheinlich. So Miley Cyrus Video. Ja, schau mal, ich hab extra geübt. Ganz schön. Ich bin dafür, dass du auf sofort Tuba spielst. Was oder Harmonika. Ja, Kontrolle. Genau aus einem Grund, nämlich dem, dass der scheiß Ding hier nicht reinpasst. Naja. Ich hätte mein Kazoo mitbringen sollen, hätte ich das hier simulieren können. Nicht, nicht die Dings hier, wie ist es, wie heißt das? Die Arschgeige? Von Star Trek, die, das Theremin. Das Theremin, ja. Das ist nicht aus Star Trek, das Ding gibt's wirklich. Ja, klar gibt's das wirklich, aber das ist der Soundtrack vom, oder das Titellied zum, zur Originalserie ist auf Theremin gespielt. Echt? Mhm. Ja. Deswegen hast du da diese schönen Wohnhöhenänderungen. Jetzt weiß ich, warum wir leere Minibar haben, so wie der Fahrer fährt. Scheiße, wenn man die Flaschen hier vorher festgebunden. Die haben da neue ökologische Gummiketten draufgezogen, seitdem glitscht er so durch die Kurven. Ja, das Problem ist eher, weißt du, wir sitzen hier quasi auf Bodenhöhe, das heißt, wir haben überhaupt keine Beinfreiheit. Und wenn ich nachher irgendwie, ich weiß nicht, wie sagt man, Thrombose kriege oder sowas, dann darf man sich nicht wundern. Ja. Ja, geh ein Stück weiter nach rechts, dann hast du mehr Freiheit. Das ist, wenn eine Kugel durch dein Bein geht, dann würdest du dir wünschen, dass Dinge selbst glänzend. Würde ich mir wahrscheinlich wünschen, das wäre eine Thrombose gewesen. Ich bin 2 Minuten auf Gar, nur schnell auf Klo. Der Group Channel müsste jetzt nur wir 4 sein, oder? Ja. Das kann aber echt noch lange dauern. Also wir fahren jetzt erstmal bis Westplatte. Ja. Jetzt zum Krieg. Mach die Markierung am besten nicht in schwarz, wenn du die gerade auf der Karte machst, sondern in einer anderen Farbe. Weil sonst hat man da immer so einen schwarzen Haufen. Grün, okay. Jo. Machen wir unsere Gruppenmarkierung immer in grün. Also ich habe mir jetzt gerade eben noch mehr Tools mitgenommen, falls wir dann irgendwie was abprobieren wollen oder sowas. Mach ich auch noch. Ach, es geht nur um Munition. Ich glaube, den Artillerie-Support hat der Gegner, aber wir nicht oder so ähnlich war doch da was. Ja, wir haben nichts. Die Feinde haben Artillerie. Was soll heißen, dass die Mörser haben? Aber da stand doch gerade eben eine Artillerie bei uns in der Basis. Und ganz ehrlich, ob das Artillerie ist oder Mörser, ist in dem Fall ziemlich egal. Granate ist Granate. Wenn sie also eine Granate ist schon ganz schön teuer, ne? Das können wir uns aber nicht leisten. Wir haben schon unser ganzes Taschengeld für die SPZs ausgegeben. Meine Mama hat mir nur $15 mitgegeben. Ja, Uschi hat so viel mitgegeben. Du kriegst nicht mal einen Schuss Munition.
Zumindest nicht von der Munition, die ich brauche. Ich bin laktoseintolerant. Gibt's da eigene Munition? Hoffentlich ja. Weiß der Feind das, dann nicht, dass der mit normaler Munition auf dich schießt. Und die, ist auch, der... die ist auch glutenfrei. Und biologisch abbaubar. Ich geh mal eben biologisch wert abbauen und bin gleich wieder. Ja, das ist, das ist die neue Bio-Munition. Ja. Gibt's im Baumarkt oder was? Nein. Beim Gärtner. Nur in der Tiefkühlabteilung, ja? Das die müssen richtig gelagert werden. Die ist nicht mit Uran angereichert, sondern mit Quinoa. Mit Aloe Vera. Ging-Ding, ja? Mit Aloe Vera, geh viel schneller durch den Lauf. Vaseline, war schon. Ringelblumensalbe. Einfach Gleitcreme. Und die Treibladung ist versetzt mit den besten Extrakten von homöopathisch dosierten Bachblüten. Was? Du meinst, wie war das hier? Wie heißt der Kram hier nochmal? Potenziert. Genau. Und desto weniger drin ist vom Stoff, desto besser wirkt es. Hochpotenziert. Am besten sind Sachen, die dich normalerweise umbringen würden. Aber in ganz geringen Dosen hilft's dir. Ja. Alkohol. So wie Messer, weißt du? Messer, Odin. So, ja, schlimm, Golf, ganz gering dosiert, ist okay. Oh, scheiße. Haben wir zu viel Sunny dabei? Nein, haben wir nicht. Odin hört. Ganz schlecht. Ja, darum sind wir dem Schützenpanzer. Goldbrist, ruft gleich ein, in Verfügungsraum. Frage, ist Ihnen weiteres bekannt über Status der 101st Airborne Hitman? Wie ist bei denen mit der Verlegung, wo sie kommt? Hitman wird schnell eingeladen in Chinook und wird dann in Verfügungsraum verlegt. Dahin zum so verstanden, Dennis. Sondern wir warten jetzt im Verfügungsraum auf... die Amerikaner, die von PRT Kassada nach Süden fahren, bis nach Camphausen und von Camphausen dann nach Norden. Also könnt ihr jetzt nochmal diese Strecke. Von Tagger, du hast 10 Kilometer lang fahren. Golf 1 hört. Was ist eigentlich ein Raum? Deckert mal Rückraum. Da ist ein Bobcat an der Seite. Ja, da war wohl ein Schuss draußen. Ah, okay. Ja, ich hab nichts gesehen. Ja, ich hatte Luke offen, da habe ich dann gehört. Ah, freundliche Chinook auf 175. Ja, die Amis werden eingeflogen. So sind die. Ja, jetzt habe ich gerade eben erstmal gemerkt, was für ein verantwortungsvoller Job das ist. Wenn du da gegen Stein fährst, hast du das ganze Glück, die ganze Crew ruiniert. Ja, okay, jetzt beim Schützenpanzer ist das aber noch nicht so tragisch, weil die halten viel aus, vor allem der Puma hier. Der kann sogar gegen Kampfpanzer bestehen. Ah. Schießen die? Wir hören euch ja im Fahrzeug nicht, also wenn Golf 1 schießen soll oder Zielangabe, muss über Funk erfolgen. Ja, ich frage nur, was die gerade schießen da. Ich sagte, ich denke, hören die mich aus dem Fahrzeug raus? Nee, der okay. Andere Schützenpanzer hat geschossen. So, Golf aufsetzen auf Fahrzeug.
Wo? Ich bin die Nummer 1. Wie war die Buddy-Name? Nummer? Eine was-Nummer? Buddy-Team. Sitzen alle? Buddy, achso. Nein, der Belbo fehlt. Ich bin drin. Ich habe schon nichts gesagt, ich bin drin. Okay. Ja. Eins, komm. Moment mal, hier fehlt doch wer. Ich bin doch drin. Ich bin drin. Der Bounty fehlt, aber. Ja. Es sind drei Leute hier, also fehlt einer. Ja, genau, weil Bounty gerade wieder ausgestiegen ist, nachdem er gesagt hat, ich wäre nicht drin. Aber ich bin drin. Ja, jetzt sind wir alle drin. Hier ist rote Kette, der Server hat gerade zu ächzen. Golf 1 komplett aufgesessen. Schraubzugführer, Golf 1 ist aufgesessen. Kommen die Amerikaner wieder den ganzen Ruhm? Warum sie gern haben. Wieso haben die Helikopter? Die sind damit schon gekommen. Ich habe auch gerade einen Schrei gehört. Das war der Babadook. Klang eher nach einer Frau. Ja. Vielleicht wir kommt ja auch ein weiblich daher. So, wenn der Panzer sich in Bewegung setzt, dann Maul halten. Okay. Dann. Können wir auf freiwilliger Basis auch schon vorher das Maul halten? Aber gerne. Okay. Nein, vorläufig sind wir noch für die Unterhaltung der Crew zuständig. Ja. Das war mein Mann namens Enis. Florian, du brauchst nur von drei über 6 bis 9 sichern. Da vorne sichern die anderen. Okay. Er meinte Zentimeter. Was dauert jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir losfahren, weil die sollen erst dahin kommen, die Amerikaner ins Dreiecksdorf. Okay, dann. Also gehen die jetzt doch in Dreieckdorf rein, oder nicht? Die gehen da rein, die Amerikaner, ja. Achso, ich dachte, die gehen vorbei. Yoga? Ja, dran vorbei, so habe ich es verstanden, ja. Okay, okay. Ein guter Trick für Yoga, weg sein dann einfach. Also 10 Meter dran vorbei, wie auch immer. Ja, das ist entspannt und meditiert, ne? Also das, was ich gehört habe von dem anderen Halbzugführer. Oder das empfiehlt sich aber nicht genau. Halbzugführer, Vollzugführer, Dreiviertelzugführer. Durch die Ausschüttung von Oxytocin wird die Ausschüttung von Adrenalin und sowas erstmal wieder blockieren. Das ist nicht gut für Situationen, in denen es drauf ankommt. Also wächst euch lieber hinterher ein. Also ganz böse ist, wenn jemand mit Östrogen auf euch zukommt, dann macht das weg. Genau. Der war gut. So, du musst ihm jetzt Östrogen spritzen. Warum? Sonst wacht er nie wieder auf. Muss so sein, geht das sein. Golf 1 hört. Ach, Funk. Golf 4, Golf 1, Golf folgt ihnen durch Wadi. Wenn Wadi überquert ist, dann links einschlagen und links von ihnen bis Dreiecksdorf vorrücken. Und dort vor Dreiecksdorf warten, bis Hitman hinterhergerückt ist. Kommen. Oh, verstanden. Also, hinterherfahren, dann, wenn ich sag, links einschlagen, dann fahren wir links das Feld in Richtung, ich weiß nicht, das müsste irgendwie 45 Grad oder so sein, nach Jan. So um den Dreh. Du meinst rechts, oder? Ja, rechts. Meint aber links. Paola Happy. Und dann fahren wir links an ihm vorbei. Sagen wir mal ein bisschen Abstand. Gleich Fahrt. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Für dich, Florian, sobald wir also rechts runterfahren und links davon Golf sind, ist deine Sicherungsrichtung 12 bis 9 Uhr? Golf 1 hier, Golf, mein Beobachtungsschwerpunkt ist 12 bis 1 Uhr. Ende. Golf 1 verstanden.
Wir haben meinen Kopf ganz nach hinten genommen, jetzt sehe ich euch hier alle im Weitwinkel. Das sieht aus, das wäre ich auf dem übelsten Trip, Mann. Voll. Wisst ihr das nicht? Dann reinzoomen lieber. Reinzoomen ist ein viel schlimmerer Trip. Ein schlimmer Trip ist, wenn der Scheißer wieder Schaß lässt. An alle hier, Golf, ein Feindschütze in Dreixdorf, linke Seite wird begegnet. Nachtisch. Feindschützen in Dreixdorf werden von Golf bekämpft. Okay. Tage nur zur Info, ich höre dann am Long Range mit, auf Kanal 2. Oh. Aber wir nicht. Tja, ihr habt doch kein Long Range Funkgerät. Es ist auch wurscht, ob wir es hören, wir können nichts dagegen tun. Aber interessant ist es schon. Also nur beten. So, Messert, jetzt schließ mal linksseitig von Golf 1 auf. Also, dass wir auf einer Höhe sind und. Ich kann nur meinen Kopf nicht drehen, also ich kann ja, die also abnehmen. Ich sag dir Bescheid, wenn wir ungefähr eine Höhe sind und. Dann. Florian sichere nach vorne, so 12 bis 9 Uhr. Jo, jo. Bisschen weiter noch. Boah, so ungefähr Geschwindigkeit halten. Hat jeder von euch Ohrenstöpfe reingegeben? Noch nicht. Ich hab eine schon reingesetzt. Ich dachte mir, das wird besser. 12 bis 9 Uhr. 1 Uhr nehmen die anderen. Ja, ja. 11 und 12. An alle hier, Gold, Vorausstraßungssperre 500, brennendes Auto rast dort, 4 Feindschützen, 3 Feindschützen bereits kämpft. Gold 1, Schützengruppe absitzen lassen, rechts der SPZ sammeln. So, Trennung. Ich bin hier Gold absitzen, rechts sammeln von den SPZ. Ja, eben, Sie können antreten auf Dreixdorf. Meine Absicht ist es jetzt, eigene abgesessene Kräfte antreten zu lassen, bis Straßensperre links von Dreixdorf erkennbar brennendes Autowrack. Sie durchkämmen die Häuser kommen. Hätten wir verstanden, setzen wir uns in Bewegung. Golf 1 hier, Golf, Schützen absitzen lassen, weil rechts, bitte zusammenkommen. Golf 4, Golf 1, die Schützen müssen schon abgesessen sein und rechts sich zusammen haben, kommen. Golf 1 auf, hier Golf 1 abkommen. Golf 1 auf, fährt. Golf 1 ab hier, wie ist der Status von Zivilisten in der Umgebung kommen? Warten Sie Golf 1 ab. Golf wird auf 1 kommen. Ja. Wie sieht das mit Zivilisten in dem Stadtgebiet aus, kommen? Unklar. Golf 1 ab. Lage ist unklar. Golf 1 ab, schließen Sie sich mit Golf ab zusammen. Ich will das vorrücken. Kommen. Ja, wir schließen uns mit Golf 1 zusammen. Wie war das mit den Zivilisten kommen? Unklar. Ja, verstanden.
Odin, hier Golf 1, hören Sie? Kommen. Golf 1 hier, Golf, Frage, meinen Sie mich, kommen? Golf 1 hier, Golf 1, Odin hat bei dem versucht, Sie auf diese Frequenz zu erreichen, kommen. Also verstanden, ich werde ihn auf großem Kreis anfangen. Golf 4, Golf 1, kommen. Ja. Golf 1 ab, ist nicht auf Kanal 6, ist kein Funkgerät. Können Sie ihm das weitergeben, kommen? Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Jetzt gerade nicht, die haben Auftrag. Nachdem Dreiecksdorf genommen ist, können wir das aussortieren. Ende. Okay, nach Dreiecksdorf soll das irgendwie sortiert sein. Ihr müsst erstmal alleine durchkommen. Überkämpfen. RPG ist Priorität C. Irgendwas ist hinter uns eingeschlagen. War es der RPG, die an uns vorbeigeflogen ist? Die ist an uns vorbeigeflogen, also. Hitman hier, Golf hatten an Straßensperre Feindkräfte, die jetzt in dem Bereich Dreiecksdorf ausgewichen sind. Ja, plus ein Magazin, dann sollte das ja definitiv reichen. Sperrbestand ist dann ab 500 Schuss. Oder, ja, naja, eher so in Richtung 300 Schuss. Wie viel Schuss hast du wieder das 30er Kaliber? Oder besser die, das 30 mm? Okay, dann bei 50 Schuss ist Sperrbestand für das Ding. Feindkontakt 96 Grad. Und der Typ da? Hitman hier, Golf, frage Ihre Lage.
Eastman hier, Golf, Frage, Lage, kommen. Auf Koordinate 009 057 im Vormarsch. Scannen jetzt den Compound, wo Feind vermutet wurde. Ein leicht verletzter, Rücken weiter vorkommen. Also verstanden. Achtung, meine eigenen Kräfte sind jetzt im großen Compound Dreiecksdorf im Bereich der Straßen. So, Wärmekontakt auf 348 Grad, Entfernung 250 Meter. Irgendwie in einem Busch zwischen zwei Steinen. Golf, Schützen abzulassen, Rundumsicherung mit meinen Schützentrupps, der ich nenne, erklärt sich mehr Hafen nach hier als Ziegen. Okay, Golf, Infanterie absetzen, um das Ding Sicherung aufbauen. Wo um Sicherung aufbauen? Um das Fahrzeug rum. Also okay. Hinten aussteigen. Einmal, muss erstmal Ohrstöpsel wieder einsetzen. Oh. Golf an alle Feindschützen im Bereich Westplatte, dort Bunkeranlagen. Wir bekämpfen. Golf, hier Golf 1, komm. Golf, hier Golf 1, kommen. Höre. Wir wurden nochmal gerade eben getroffen. Das, unser Motor hört sich jetzt schon langsam nicht mehr so gut an und unsere Hülle hat schon ein bis zwei Treffer eingesteckt. Kommen. Ist so verstanden. Warten Sie, Ende. Jetzt müsste sich gut sein. Nee, die stehen direkt zwischen uns und da den Bäumen. Hopp. Ja, die Bunkerstellungen gehen ja auch ein bisschen weiter in Richtung, ich weiß nicht, was ist hier, 120 Grad. Die ganzen Hügel runden, ja. Wir hatten dreh mal direkt nach 90 Grad ein, dann fahren wir den Berg hoch und stellen uns hinter die Hügelkante. Es geht. Jetzt rückwärts. Das ist 90 Grad. Nee, warte mal, nee, nach West, das ist also in die andere Richtung. Also 170 Grad. Ne, da kommen wir nicht hoch, das ist zu steil, oder? Gibt's irgendwo eine sanftere Anfahrt? Ne. Würde hier über 314 hoch. Tag, siehst du jetzt schon die Bunker? Ja, wir haben teilweise die Bunker gesehen, aber keine Feindkräfte mehr drin. Wir versuchen jetzt direkt auf den Hügel 1539 hochzukommen und von da eine gedeckte Stellung aufzubauen. Ja, hi, verstanden. Wir wollen auch gleich diesen Hügel erklimmen, wo die Bunker sind, mit der Artillerie drauf. Ja, ich wollte jetzt noch 50 Meter vor. Ah, so jetzt. Bleib ich. Okay, Feuer. Wir haben zwei Feindkräfte an Bunkerstellung sehen bekämpfen. Ein bisschen links davon auf 88 Grad steht auch noch einer hinter der Wand.
4, Golf 4. Hier, Golf, höre. Ich habe einen falschen Hintergrund oder so. 80 Grad, ist eine Bunkerstellung, ne, ist eine Wand, da steht ein Typ hinter. 88 Grad. Nehmen wir ein paar E-Schuss. Hast du keine mehr? Oder steht noch einer daneben, 91 Grad? Schaut uns auch relativ gut an, da kannst du gleich wieder MG gegen nehmen. Ist tot. Okay, Kontakt auf 56 Grad. Oben, ja, ziemlich weit oben, aber da ist ein eigener Infanterie voraus. Rücksetzen? Okay. So, jetzt kommt er aber in unsere Richtung geflogen, relativ schnell. Aber da nur MG gegen einsetzen. Noch ungefähr einen Klick entfernt. Eine Infanterie, glaube ich, die ist da unten. Ja, prima, dann geht's ja los. Der ist in so einer kleinen. Genau. So eine Essenhase. Ach ja, ich soll ja auch noch Umgebung scannen. Also ich sehe Bäume. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist weiß. Hm. Hitman hier, Golfkontakt. Hitman hört kommen. Ja, folgendes, ich habe gerade von Odin Bescheid bekommen, sie verbleiben hier mit dem Gefangenen. Ihre eigenen Kräfte haben Interesse daran, den Gefangenen selber aufzunehmen und gefangen zu nehmen. Das heißt, sie verbleiben zunächst hier an der Stellung und warten auf Abholung durch US-Amerikaner. Hört mal verstanden, kommen. Taga, ihr werdet nicht angegriffen oder so, oder? Verstanden. Nicht, dass ich gemerkt hatte. So, weil ein Puma hat hier immer ständig rumgeraucht. Ja, Luca. Ich weiß nicht. Ich rauch, glaube ich, nicht. Okay. Macht euch weiter nicht mal ganz schön rauchen vielleicht? Hey. Drück mal C. Was ist mit C? Ups. Ein Rauchen. Ja. Landet ohne gut markiert. Das war für mich nicht gerade so die beste Möglichkeit. Da will ich keine gute Idee. Sieht ihr nichts mehr? Ich weiß nicht. Ja, der hast du mitbekommen, ne? Der Helikopter ist neben euch gelandet. Ja, habe ich mitbekommen. Der Bordschütze meinte, ich sollte mal C drücken, aber ich dachte, warum? Na gut, mache ich mal. Das soll schon schief gehen. Ja, sah lustig aus, der Effekt. Sollen wir mal schauen, ob die auch ohne Heckrotor fliegen? So ohne Heck. Mir dreht er sich noch. Eben das. Es sieht fast so aus, als ob der Qualm vom Hubschrauber hochkommt in der Wärmesicht, ja?
südliche halt. So, ja. Ich denke natürlich auch, weil die Bundeswehr sind ja auch so voll Amateure. So, ja. Haben Sie recht, haben Sie recht, ne? Ja. Hitman Golf 1, hier Golf, kommen. Hitman hört kommen. Golf 1 hört kommen. Hitman hört kommen. Kontakt Santa Claus. Hallo. 027. Nur mal kurz bei euch reinschauen. Noch recht weg. Na, wie geht's euch? Zu wenig Alkohol. Diese Abgase, die machen ganz verrückt. Was wir sehen ist. Naja, ich geh mal wieder raus. Ich wünsche euch noch eine gute Fahrt oder so. Was wünscht man einem Panzer? Ah. Hey, du bist schon beim Tagger, ja? Ja. Zwei Glas rum unter dem Bug. Hab irgendwie das Gefühl, dass immer zwei Handbreit Wasser unterm, unter der Wanne. Nee, aber der Bounty will jetzt nicht mit dem Mörser auf. Das wollte ich gerade eben machen. Immer zwei kurze rum unter der Wanne. Ah. Oh, hier drin. Hätte der gesuchte Mann nicht auch mit einsteigen sollen gerade? Du weißt nicht, die Amis wollen ihn haben. Aber was machen die denn mit dem? Wir können ihn doch nicht da liegen lassen. Ich weiß es nicht, die wollen irgendwelche Bilder aufnehmen. Na, das Problem ist, weißt du, wenn wir den jetzt in deutscher Haft nehmen, dürfen wir den nicht mehr an die Amis weitergeben, ne? Gold für Hitman kommen. Können wir die Deutsche nach Hause fahren, oder wie ist das? Ja. Meine Baden. Das ist so das Ding, was wir in der letzten Stunde gemacht haben. Wir wurden vorhin. Sollen wir tauschen irgendwie? Das hier mal die Amerikaner wollen mir Gefangenen kommen. Die selber malträtieren. Wir haben so Deutschen abtransportiert. Ja, richtig, anscheinend da nicht durchgekommen. Frage, letztes Lage-Update. Muss denn das sein? Die Klimaanlage ist doch immer noch kaputt. Also liegt jetzt der Pilot da draußen allein auf dem Rad? Gefangenen verbleiben für den neuen Transport kommen. Das geht doch nicht an. Dann erneut ein Lage-Update durch Udin. Auch interessant, wir saßen da irgendwie noch 20 Minuten in dem Compound oder so, auf dem verwundet hat von dem gesucht. Nee, der Pilot ist schon wieder weg. Haltet mal die Schnauze! So. Wir konnten Auftrag dahingehend durchführen, dass Feind aus Ortschaft geworfen wurde. Sollen wir mal was sagen? Und...